Hello and welcome back to Pupke. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge hier bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Und ihr seht schon, ich bin mitten in der Action drin und werde mir auch gleich mal hier ein Fleckchen suchen, wo ich ein paar Sachen grinden gehe, ein paar Sachen abfarmen werde. So, die Frage ist allerdings nur, wo. Ich werde in dieser Stadt landen, richtig, richtig viele. Deswegen versuche ich mal. Okay, einer will da landen. Mindestens einer will da noch landen. Aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Das kriegen wir schon hin, Freunde. Das kriegen wir hin. Dann werden wir schon schaukeln. So, er geht da hinten irgendwo rein. Vermutlich in die Scheune. Wir gehen hier rein. Machen wir die Tür zu. So, hier muss jetzt nur eine gute Waffe drin sein. Oh, und es ist eine gute Waffe hier drin. Sehr schön, das geht doch gut los. Ein Helmchen. Nein, den Helm auflassen, nicht die... Nein, den Helm! Verdammte Axt. Helm, sagte ich. Oh, Kacke. Die hat uns ordentlich erwischt, aber. Bandgranat, den Helm nehmen wir mit. 45 ACP. Vektor als Sekundärwaffe. 45 ACP nehmen wir auch mit. Rucksack Stufe 1 haben wir schon. Das ist eigentlich völlig Wumpe. Bisschen Munition hat sie. Ist aber schön verletzt, sind wir. Sie ist nur Sanitätstasche und der ist nur Erste-Hilfe-Koffer. Das ist wunderbar. Den Verband hier an. Verband. So, die betreiben auf jeden Fall auf Feuerstoß. Diese scheiß Waffe immer nur auf Feuerstoß oder Einzelfeuer betreiben, weil Dauerfeuer, die ist so schnell leergerotzt, dieses scheiß Ding. Das ist eigentlich totales Mistteil eigentlich. Deswegen nehmen wir auch hier die AK. Keine Heimsachen. Sag, wo kam die jetzt her? War die schon in dem Haus hier? Es wird wieder zur Militärbase gehen. Es wird wieder zur Militärbase gehen. Warum geht die Tür nicht zu? Hallo? Wie oft soll ich noch F drücken, bitte? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, hier war die noch nicht drin. Wir nehmen die Kaliber 12 ja furchtsamer mit. Dann tauschen wir das hier mal dadurch aus, auf jeden Fall. Was? Hä? Nein. Was will ich noch? Ein Millimeter habe ich damit. Schrotmunition mit. Also doch, da habe ich doch 9 Millimeter. Die Pistole ist 9 Millimeter. Nehmen wir mit. So eine Kampfhose weiß. Ist die cool? Ja, die ist cool. Neue Fingerhandschuhe weiß. Und uns geht es richtig beschissen. Wir brauchen unbedingt mehr Leben. Machen wir mal kurz die ganzen Waffen voll. So. Na komm schon. Also die hat wirklich nicht gemerkt, dass wir ins andere Gebäude reingegangen sind. Hat die nicht gemerkt. Ist schon geil. Polizeiweste nehmen wir auch. Die Max könnten ganz praktisch sein. Ich mach die Tür mal zu, dass man außen keiner sieht, dass ich hier drin rumleuche.
So. Der kommt darauf, der kommt daran. MP haben wir nicht. MP werde ich auch nicht nehmen. Ich werde die Schrotflinte auf jeden Fall nicht durch den MP austauschen. Die AK genauso wenig. 7,6 zu. Nehmen wir mit. Okay, okay. Ach, ja. Unrelevant. Gut, alles klar. Da es ja höchstwahrscheinlich hier unten zur Military Base gehen wird, werde ich mich mal versuchen, da auch irgendwo in der Nähe aufzuhalten. Das überholt dich nicht zu welcher. Ist ein Container offen? Nope. Lass uns doch mal rüber schnuppern zu dem Abwurf. Ich will den gar nicht unbedingt einsammeln, ich will nur gucken, was da abgeht. Das könnte ein fahrbares Fahrzeug sein. Eins, was noch fahrbereit ist. Muss ich gucken. Sorry, ich muss gucken. Okay, der haut ab. Ah, naja, so fahrbar sieht das auch wenig mehr aus. Schade. Hätte ja sein können. Hätte, hätte. Ich glaube, der ist mit seinem Auto Richtung Airdrop gefahren. Ich will jetzt nicht auch noch mitmischen, da sind mir zu viele Leute wahrscheinlich. Aber ich will da oben erhöht stehen. Ich gehe auf den Hügel rauf auf jeden Fall. Ich brauche unbedingt eine Scope, ich brauche einen mal 4. Die finde ich am besten, mit denen kann ich am besten arbeiten. So, wie kommen wir zur Militärbase? Die Brücke möchte ich nicht unbedingt nehmen, ehrlich gesagt. Vielleicht findet man ein Bötchen. Das ist zwar mega auffällig, aber dafür schnell. Weil schwimmen will ich auch nicht unbedingt. Aber wenn ich die Wahl habe, über Brücke gehen, / fahren oder schwimmen, dann würde ich doch natürlich lieber schwimmen. Da können wir die meiste Strecke tauchen und unter Wasser ist man eh mega schwer zu treffen.
Ich will auch nicht genau unter der Brücke lang schwimmen, weil ich denke mal, wenn Leute schwimmen, dann schwimmen die garantiert genau unter der Brücke lang. Das ist ja dumm. Irgendwo ist hier ein Motorrad oder sowas. Ein Auto ist es. Hier ist keiner, oder? Ich glaube, ich habe... Ah, ich glaube, der wurde schon leer gefarmt. Der wurde schon leer gefarmt, 100 Pro. Als ob da noch was drin wäre. Fuck, war da wer? Warum gehe ich in Ego-Perspektive? Mann, diese Tasten. Ich komme bei PC immer noch mit den Tasten durcheinander. Ohne Witz. Paket öffnen. Ist da vorher schon mal doch niemand da? Was haben wir denn hier Fettes? Ha. Ein Ghillie-Suit. Komisch, war doch noch niemand dran. Das wundert mich jetzt aber, ehrlich gesagt. Das wundert mich schon. Das wundert mich schon ein bisschen. Könnte sein, dass die Schüsse mir galten. Ich will es noch nicht herausfinden. Deswegen tauche ich lieber unter. Wie ich aussehe. Nice. Noch nicht auftauchen, noch nicht. Ja, es war so klar, dass zum Militärbase gehen. Kurz Luft schnappen. Nicht bewegen. Warum nehme ich Schaden? Ey! Ich bin noch aufgetaucht. Alter! Ja, ist noch ein bisschen buggy, das Spiel, leider. So. Untertauchen sollst du. Da links ist Geballer, das gefällt mir nicht. Deswegen schwimmen wir weiter. Ich habe noch nie das Maschinengewehr gehabt. Ich bin mal gespannt hier. Mit dem LMG können wir garantiert auch richtig schön sprayen. Kurz auftauchen. Den Strand checken. Ich glaube, die Schüsse kamen garantiert von der Brücke. Da wette ich doch drauf. Ich will erstmal hier so ein bisschen an den Rand der Zone. Hinlegen. Das ist ein gutes Visier. Das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das hat keinen Vollmodus, ne? Ne, natürlich nicht. Auch wenn ich es eigentlich schon weiß, ich will es trotzdem nochmal ausprobieren. Ich muss immer alles testen und ausprobieren. Wisst ihr Bescheid, Leute. Ihr kennt mich doch. Der Ghillie-Suit da. Was da an den Händen da hinten ist. Sieht schon witzig aus. Ich lasse ihn passieren. Das lohnt sich nicht, auf ihn zu schießen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er mich nicht mehr gesehen. Und wenn er mich gesehen hat, würde er garantiert nicht anhalten, um mich zu killen. Weil in der Zeit, wo er hält und aussteigt und hast ihn nicht gesehen, habe ich voll den Vorteil deswegen. Er hat ja keine Ahnung, dass ich eigentlich noch ein Noob bin. Du darfst nie davon ausgehen, dass du gegen Noobs spielst. Du musst immer davon ausgehen, dass die Leute, gegen die du kämpfst, dass sie Skills haben. Dass sie wissen, wie sie sich bewegen müssen, wie sie schießen müssen. Was sie machen müssen. Geh immer von einem starken Feind aus, dann bist du richtig gut vorbereitet. Warum gehen die da auch alle an den Rand? Die haben alle so ein ähnliches Form wie ich scheinbar. Ich setze einen Marker mal mit in die Militärbase irgendwo rein. Dahin. Da so.
Ich sehe voll auf wie so ein russischer Scharfschütze, irgendwie mit der AK und dem Ghillie-Suit und sowas. So ein klein bisschen. Ob ich schon Richtung Militärbase gehe. Oder ob ich erstmal noch ein bisschen hier hinten rumlurche. Bin mir gar nicht so sicher. Auch nicht so langsam gehen auf dem Gelände. Dann ist man immer ein leichtes Ziel. Am besten schön in Bewegung bleiben. Okay, noch 39 an Leben. Eine Straße, ey. Die überqueren wir beim Sprinten. Da haben Wasser aber geschossen. Aber gut, dass wir da weg sind. Leute, das hat uns nicht mehr zu interessieren. Die Zone schrumpft und sich bald wieder verkleinern. Ey, scheiß Korb. Warum steht das Auto hier? Ist das leer? Oder ist der Typ irgendwo noch? Ist noch nicht leer auf jeden Fall. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, wir sind immer noch im Spielbereich, das ist perfekt. Der Endkampf wird definitiv nicht auf dem Militärplatz sein. Ich vermute mal schon, dann geht irgendwo hier ab in der Nähe. Ich lasse die Markierung mal da. So, wir vertan. Was? Wir vertan uns? Wir verstecken uns mal als Gebüsch hier. Ja? Und wir tarnen uns als Gebüsch, genau gesagt. Seht ihr? Das ist typisch. Ich werfe immer zwei Wörter zusammen und mache daraus immer ein neues Wort. Das ist, Alter, das ist so nervig. Ich wollte eine Mischung aus Verstecken und Tarnen machen. Vertan. Da habe ich mich aber vertan. So eine Kacke. Beobachten. Ich weiß nicht, wie es mit den Grafik-Settings ist, Leute. Ich habe noch nie auf schlechtester Grafik gespielt, aber wenn man jetzt die Grafik auf ganz low stellt. Sind dann Schatten und solche Büsche und sowas auf der Entfernung weg? Weil ich meine, ich sitze in einem Gebüsch, ich bin schwer zu entdecken, wie man sieht. Aber wie sieht das jetzt für Leute aus, die die Grafik low gestellt haben oder weiter entfernt sind? Sehen die mich jetzt auf dem Hügel hocken vielleicht? Wenn die durch so einen 8x-Sucher gucken oder sowas? Das wäre scheiße, wenn das Gebüsch auf die Entfernung nicht angezeigt wird, weil guckt mal, wenn ihr da runter guckt aufs Airfield oder sowas, ihr seht nirgendwo Gebüsche, gar nichts. Wenn ich hier so im Sucher hinzielen würde, würde man garantiert irgendwelche Leute da hocken sehen, sofern die im Gebüsch sich verstecken würden. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich vermute das mal. Das ist irgendwie ein bisschen arschig. Und auch ein bisschen langweilig, deswegen gehe ich weiter. Kommt hier ein Airdrop irgendwo. Ich dachte, das kam von hier oben.
Ist der Buggy noch da? Buggy ist noch da. Oh, Spielbereich verkleinert sich gleich wieder. Oh, das heißt gleich wieder, verkleinert sich gerade und danach kommt dann die nächste Verkleinerung. Es geht so ruckzuck bereit. Benutzverband. Ich mit dem Kack. Genau wie das hier. In der Zone. Ich bleib mal kurz hier drin, nämlich, weil vielleicht kommt ja jemand auf mich drauf zu, mir entgegen oder sowas. Der gerade vor der Zone flüchtet. Die dann wegsnappen können. Einmal ganz kurz gucken, wo die nächste ist. Oh, da hab ich mich vertan. Müssen wir doch woanders hin. Na, da werden gerade alle hingehen, das Dorf. Boah, das Gewehr ist mächtig. Das haut schon ein paar Runden raus, Leute, das Gewehr. Das ist nicht übel. Oh, ja, dann schaffst du ihn am Start. Und 8-mal Sucher. Wie geil ist das denn? Band nehmen wir mit. Rotpunktvisier. Nehmen wir für das hier mit. Splittergranate, Splittergranate. Puh, ist das Rucksackstufe 2 kann ich gebrauchen. Nein, Quatsch. Hat er 7,62mm? Dann, ich hatte nicht einen Skat auch. Oh shit. Ich bleib beim AK. Ich weiß, ich weiß. Aber ich bleib jetzt beim AK. Drauf geschissen. Ich bleib beim scheiß AK jetzt. Okay, okay. Keine Ahnung, wo es kam. Es kommt von links. Ich muss wieder hoch. Scheiße. Und ich muss in einen neuen Bereich. Ah, es ist kacke. Oh, jetzt sieht er mich herumlaufen, das ist so ärgerlich. Wo ist er? Er muss weit weg sein, weil ich höre nicht wirklich einen Schuss, ehrlich gesagt. Da läuft er. Scheiße, von links auch noch. Der 8-mal Sucher, ich mag den eigentlich, der 8-mal Sucher ist mir ein bisschen zu heavy. Ich bin eher so ein Fan vom Vierfachsucher. Ich habe keine Zeit zu verschwenden, die Zeit läuft nämlich ab. Ja, und dann auch noch Schüsse. Ah, ich bin tot. Und tschüss. Kacke. Mist, ey. Ich hätte früher ins, in den Bereich gehen sollen. Kacke. Na egal. Auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht auch das nächste Mal jetzt in den Streams. Und die Streams werden ja auch auf YouTube geuploadet. Dann in den meisten Fällen zumindest. Und ja, bis dann, haltet die Ohren steif und haut rein. Ciao, ciao.